Hi Leute, ich möchte euch heute mal zeigen, wie ihr Mac Patcher installiert. Ja, mit diesem Programm könnt ihr eure Minecraft Mods managen. Und ja, mit Mac Patcher könnt ihr dann auch verschiedene Mods installieren. Wenn ihr einmal auf Minecraft Wiki geht, dann auf Mods und dann könnt ihr, wenn ihr etwas weiter runter scrollt, einmal die Mods sehen. Dann haben wir hier auch Mac Patcher HD Fix. Beim Mac Patcher sind HD Texturen schon vorinstalliert. Ja, mit dem Standardwert 16x16. Die letzte kompatible Version ist 1.2.3, also die neueste. Die Version von Mac Patcher ist 2.3.4. Und ja, ihr braucht keinen Mod Loader. Okay. Dann downloadet ihr erstmal den ganzen Spaß. Den Link mache ich euch dann auch noch in die Beschreibung. Geht ihr auf Download, ladet euch das runter. So, wenn ihr das dann habt, dann bekommt ihr diese zwei Dateien. Einmal Mac Patcher 2.3.4. Exe und Mac Patcher XML. So, dann könnt ihr diese einmal starten. Das analysiert automatisch eure Minecraft-Datei. Und ja, zum Beispiel ist mein jetzt in C-Users, dann der Name und so weiter. Falls es eure Minecraft-Datei nicht gefunden hat, dann geht ihr auf Browse, sucht euren Ordner aus, dann geht ihr auf Minecraft Bin, dann auf die Jar-Datei, am besten auf 1.2.3 Jar, denn das ist dann das Original und die Datei Minecraft.jar wird dann überschrieben. Oder ja, Output File that will be written. Ja. So, dann könnt ihr einmal hier auf File gehen. Genau dasselbe nochmal. Select Output File. Genau das, was hier unten ist. Und ja, Mods ist natürlich sehr wichtig. Wenn ihr auf Add geht, dann sucht ihr euch eure ZIP-Datei aus. Und ja, ich könnte ja jetzt mal Minecraft suchen, wenn ich es finde. Hier. So. Oder nicht. Ist ja auch egal. Und dann sucht ihr euch die Datei aus, klickt einmal drauf und geht auf Öffnen. So, dann seht ihr die ganzen Dateien hier in eurer Übersicht. Custom Colors, Random Mobs, Better Quest, HD Font und HD Texturen sind vorinstalliert. Ja, bei Better Quest, da ist noch vorher kein Häkchen drinne. Aber wenn ihr wollt, dass das Gras besser aussieht, dann könnt ihr da ein Häkchen machen. Ja.
Mit dem Plus können wir nochmal genau dasselbe machen wie hier oben. Mit dem Minus macht ihr dann eure Mod oder Datei zurücksetzen und sie wird aus dem MacPatcher herausgeworfen. Aber die Datei ist dann immer noch da. Ja. Mit den Pfeilen könnt ihr hoch und runter steuern. Mit Unpatch könnt ihr die Original Minecraft Jar herstellen oder ja, restauriert Original Minecraft Jar und setzt alle Textur Packs zurück. Aber wenn ihr eine Sicherheitskopie gemacht habt, dann müsst ihr halt einfach nur die alle neuen Dateien, die schon mit dem Mod überschrieben sind, löschen und dann nehmt ihr eure Sicherheitskopie, kopiert die und macht die wieder rein. Das ist eigentlich egal. Dann haben wir noch Options. Hier können wir einmal die MB einstellen, dass das weniger laggt und weniger Bugs vorkommen. Ja. Vorinstalliert sind dann die 786. Ich glaube, mit 1000 geht's auch noch. Da müsst ihr dann selber mal schauen, ob es bei euch geht. Bei mir war es einmal so, dass ich 1000 hatte und dass es ziemlich geleckt hat. Und ich habe es zurückgestellt, dann ging es immer noch nicht. Dann habe ich meinen PC mal runtergefahren und wieder hochgefahren und dann ging es eigentlich wieder. Also es kann manchmal passieren, wenn ihr zu viele Mods getroffen habt oder keine Ahnung warum. Dann müsst ihr einfach mal schauen. Und ja, hier könnt ihr noch eure HD-Textur-Packs einstellen. Ja, diese HD-Texture-Packs sind schon vorinstalliert, dass ihr eigentlich gar keine andere HD-Texture-Pack-Mod braucht, aber manchmal ist es besser. Oder wenn es eine bessere Mod gibt, dann ist es natürlich schon besser. Es kommt immer ganz auf euch an. Ja, hier haben wir noch die Custom Colors. Die verschiedenen Farben. Und so weiter. Dann haben wir hier noch Log. Dort sehen wir einmal die ganzen Dateien. Und ja, Class Map. Hier sehen wir auch nochmal das Ganze. Patch Summary. Ja, das war's eigentlich auch. So, zu guter Letzt können wir noch Minecraft testen und schauen, ob alles geht. So, wie ihr seht, funktioniert alles. Wir können mal schauen, ob es nicht ruckelt. Und sieht alles sehr flüssig aus. So, okay. Das war's eigentlich auch schon zum MacPatcher. Falls ihr noch Fragen habt, falls bei euch irgendetwas nicht geht, fragt mich.
Vielleicht kann ich euch weiterhelfen. Und ja, wie immer, abonnieren, kommentieren, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal, euer Society Technik Team.